Haie auf dem Flohmarkt. Ja, ihr habt richtig gelesen. Ich habe Haie auf dem Flohmarkt gesehen. Und ich bin ja ganz entsetzt eigentlich, denn ich kannte bisher ja nur Haie im Flugzeug, ein Kinofilm, der dieses Jahr irgendwie ins Kino kommt, Haie im Supermarkt und Sharknado mit all seinen Haien überall und irgendwo und Hai gegen wer weiß was alles. Ja, aber Haie auf dem Flohmarkt, das war auch neu für mich. Und ich meine nicht menschliche Haie. Die gibt's immer, die hat man schon immer getroffen. Ja, ansonsten herzlich willkommen zu diesem Flohmarkt-Pickup-Video. Mein Bruder und ich waren auf dem Flohmarkt, auf einem sehr schönen Flohmarkt und ja, wir sind auch fündig geworden. Was? Oh, ja, zeige ich euch gleich und was es mit dem Hai auf sich hat, das erzähle ich euch ebenfalls. Der Flohmarkt, den wir heute besucht haben, ist einer unserer Lieblingsflohmärkte. Er ist nicht sehr weit weg von uns und er findet, ich glaube, zwischen 3 und 4 Mal im Jahr statt. Ist ein Flohmarkt, wo wenig Händler, also keine richtigen Händler erlaubt sind. Es schmuggeln sich zwar ständig Händler dazwischen, sind aber mehr Trödelhändler. Keine großen Gamehändler, so diese Bazarhändler oder so. Diese sind nicht, da auch keine Schrotthändler. Es ist wirklich viel Trödel und auch sehr viel privat. Ja, wir waren rechtzeitig da. Obwohl man immer gefühlt viel zu früh und viel zu spät kommt und man immer noch das eine Stück sieht, was man gern gehabt hätte und wahrscheinlich auch kurz Sekunden vorher verpasst hat. Also ich glaube, das eine hätte ich vielleicht, was wäre wenn, gefunden, beziehungsweise das eine, was war das? Ein Kassettenkoffer mit Super Mario drauf. Also wirklich so einen klassischen 20 Jahre alten Kassettenrekorder mit Super Mario drauf. Hätte ich gern mitgenommen. Ja, hat ein anderer aber vor mir gefunden und das muss so 2 Minuten nicht mal vor mir gewesen sein. Und währenddessen hatte ich woanders gestöbert. Ja, so kommt es. Ne? Aber trotzdem, ich bin ja nicht undankbar, was ich gefunden habe. Und sowas eines bleibt aber trotzdem hängen. Ist es bei euch auch so, dass ihr eigentlich glücklich seid, weil ihr habt ja viele Sachen gefunden und Flohmarkt ist ja irgendwo auch Glücksspiel. Und dennoch, ihr seht, dass irgendeiner was gefunden hat, das hättet ihr auch geil gefunden. Ja, und deswegen ärgert man sich auf eine Art, dass man doch nicht schneller da war. Aber so ist es eben halt. Ja, also mein Bruder und ich haben von allem etwas hier liegen, was wir gefunden haben. Und wir sind selbst überrascht, dass wir doch so eine ganze Menge gefunden haben. Denn wenn ihr die letzten Flohmarkt-Videos gesehen habt, ich meine gut, jetzt fängt wirklich die Flohmarkt-Saison richtig an. Seit letzter Woche und steigert sich. Mal sehen, wie es demnächst wird. Ich bin da auch gespannt, aber diesmal war es richtig ergiebig. Und wir haben richtig tolle Sachen gefunden und sind, ja, mega erstaunt, was das alles ist. Ja, und was es mit den Haien auf sich hat, soll ich das jetzt schon verraten oder am Ende? Nee, ich verrate euch das jetzt gleich. Wirklich, ich bin an einen Stand gekommen, der hatte 4 Trödel und da steht da so ein großer Haikopf. Ich blende euch das Bild ein, ich habe ein Bild gemacht. Also das ist so, als ob der weiße Hai da gerade war, richtig gut bemalt, sollte 220 Euro übrigens kosten, aber ja. Sieht schon cool aus, also deswegen Haie auf dem Flohmarkt. Also das war wirklich sowas wie, wow, wenn ich da meinen Arm reingesteckt hätte, hätte ich das Gefühl gehabt, der wäre weg gewesen. Der ist wirklich so groß gewesen, dass das wie ein echter Haikopf. Ja, verrückt. Aber so ist es manchmal. Genau. So, also, das war's mit dem Hai. Also wirklich Haie auf dem Flohmarkt. Klar gibt es immer wieder die menschlichen Haie, die versuchen Schnabber zu machen und jeden mit Gewalt runterdrücken, nur um billig für sich in ihrem Laden einzukaufen. Das sind ja meistens die Gamehändler, da haben wir auch ein, zwei getroffen, obwohl wir trotzdem gamemäßig richtig gut fündig geworden sind, computerspielmäßig. Das wird aber das letzte Teil sein, was ich euch gleich zeige. Ja, ansonsten ja, war das mit dem Hai das Ganze. So, und jetzt fange ich an mit einem Feuerzeug. Ich habe ein Feuerzeug gefunden. Das ist auch schon ein bisschen frivol, das Wort ist das Richtige. Aber ja, der Kenner wird das vielleicht dann erkennen, was ich meine. Und zwar habe ich das hier gefunden, dieses Zippo-Feuerzeug. Damit ihr es besser versteht, blende ich euch das jetzt auch ein und besser sehen könnt. Ja, es ist ziemlich frivol, es ist recht sexy, aber
Auf den ersten Blick, ja, denkt man, ist so irgendwas Erotisches. Ja, ist es auch, aber ich habe den Namen daneben gelesen. Da steht Fujiko Mine. Und wenn man neben diesem heißen Körper nochmal nach links guckt, da sieht man noch eine Gestalt. Und zwar ist das die Manga-Figur Fujiko Mine aus der Anime-Serie Lupin der Dritte. Das ist mir als Kenner natürlich durch Zufall aufgefallen. Ohne diese wunderbare, kurvige Gravur zu erkennen, zu sehen, ja. Auf jeden Fall ist das ein Sammelstück, was eigentlich nur in Japan, ich habe nur Bilder aus Japan gefunden, wo das wirklich rausgekommen ist, und das war aber übrigens bei einem Schmuckhändler, also das war so ein versteckter Schmuckhändler, ein ausländischer, und ich habe dafür 7 Euro bezahlt, er wollte 8 haben, ich habe ihn auf 7 runter gehandelt. Es scheint hier irgendwas mit 2001 drauf zu stehen. Ich habe übrigens festgestellt, das ist aus dem Dreier-Set. Es gibt 3 verschiedene Zippo-Feuerzeuge. Es ist auch ganz normal alles und riecht auch nach Benzin. Aber ich probiere es nicht aus. Das will ich auch gar nicht. Er wollte es gleich ausprobieren, aber ich wollte es nicht, weil ich möchte auch nicht, dass es noch Schaden nimmt oder so. Aber es ist ein Merchandise. Es ist ein teurer Merchandise-Artikel eigentlich. Und ich habe Sachen gesehen, die gehen so 30 bis 40 Euro. Ist mindestens der Kurs unter Sammlern, Manga-Sammlern. Ansonsten kaum einer kennt diesen kleinen Schatz. Ein kleines Highlight für mich. Ich meine, ich habe das erste Zippo, was ich auf dem Sinne oder Sturmfeuerzeug, was ich auf dem Flohmarkt kaufe. Ja, sowas Verrücktes gibt es. Wird natürlich auch in meiner Sammlung bleiben, allein eben halt, weil es eine Manga-Merchandise ist, was man sonst nicht alle Tage sieht. Ja, was sieht man sonst nicht alle Tage, was ich jetzt hier habe? Den nächsten Teil eigentlich sieht man jeder irgendwo. Jetzt fange ich mit Büchern an. Wir haben ein paar Bücher gefunden. Und zwar fange ich mit Romanen, da habe ich auch nicht so viele, aber einen hat mein Bruder gefunden, ist von Robert Jordan, Das Rad der Zeit, die Suche nach dem Auge der Welt, ein dicker Wälzer, ihr seht, es hat 3 Euro gekostet, ist auch schon ein bisschen geknickt, weil es auch so dick ist, das kann man sonst wohl auch nicht anders lesen. Es ist die ungekürzte Neuveröffentlichung, die von 2020. Es gab schon mal vorher eine Veröffentlichung, die war gekürzt, die ist jetzt ungekürzt. Ja, gab es für 3 Euro und mein Bruder hatte es noch nicht und kostet neu weit über 20 Euro. Kostet genau 20 Euro und somit war das ein ganz guter Kurs. Und mein Bruder liebt Fantasy und hat auch die die Amazon Prime Serie derzeit gesehen, die darauf basiert. Ich sag mal so, die Romane sind besser. Ja, gut. Was haben wir noch gefunden an Büchern? Ich habe noch ein Buch gefunden, was man wirklich lesen kann. Daran sind es Comics nämlich. Und zwar 3 Fragezeichen. Das gab es im Bundle mit ein paar Games. Es sollte 2 Euro kosten und ich habe später Games gekauft. Wollten 5 Euro das Stück kosten. Das waren 5 Spiele ausgesucht mit dem Buchfan 27. Wir haben dann später nur 20 bezahlt. Da ich die Games sortiert habe nach verschiedenen Systemen, weil es aus verschiedenen Systemen alles waren, zeige ich euch die später. Aber im Endeffekt gab es dieses 3-Fragezeichen-Buch, ist auch sehr schön im Zustand. Der gestohlene Preis. Geht um Fußball, ist jetzt nicht das beste 3-Fragezeichen-Büchle, aber ich habe es noch nicht. Und ich mag 3 Fragezeichen, beziehungsweise beste Bücher ist falsch gesagt, das ist nicht die beste Geschichte. Also es gibt bessere und Fußballgeschichten sind so, gehören mit leider zu den Schwächeren. Es gab auch keine perfekte Fußballgeschichte, muss man sagen. Marco Sonnenleitner hat das geschrieben. Keine schlechte Geschichte, aber ich glaube, im Fußball tut sich jeder so ein bisschen schwer. Man will die Sportart reinbringen, aber irgendwie ist es manchmal ein bisschen schwierig. Hier ist es jetzt ein Wettkampf, aber eine unterhaltsame Geschichte. Das kann ich schon mal sagen. Aber das Buch habe ich noch nicht gelesen. Ich kenne nur das Hörspiel. Ja, so, weiter geht's mit Comics, bevor ich zu anderen Sachen weitergehe. Und zwar, mein Bruder war fündig bei einem, ja, das war ein Lego-Händler. Ich sage ja, versteckte Händler waren da. Der hat auch lustige Taschenbücher. Ihr wisst, mein Bruder liest lustige Taschenbücher. Und das sind jetzt wirklich die neuesten Bände. Hier die Frostfestung 581. Ja, wir haben so viele, über 500 Bände.
und die sind auch alle gelesen, beziehungsweise die noch nicht, die werde ich zum Frühstück mal lesen. Ich bin so einer, der gerne Disney-Taschenbücher morgens zum Frühstück vor der Arbeit liest. Hier auch die Geschichte, wie hieß sie überhaupt? Wer war's? So ein bisschen Krimi-mäßig, mal quer, das hat man auch selten. Ja. So, dann habe ich hier noch Geheimnisse aus Entenhausen, Nummer 579. Und 578 Panzerknacker Donald. Ja, die gab es für Stück 2 Euro und das ist super günstig. Die sind fast die allerneuesten. Und meistens haben wir immer so 4 Euro das Stück später bezahlt bei den neueren, wenn man sie gebraucht gefunden hat. Somit war das eigentlich ein ziemlicher Schnapper, kann man sagen. Ja, dann habe ich auch 3 Bücher noch gefunden. Ja, im Endeffekt habe ich bezahlt für diese 3 Bücher 3,50 Euro habe ich bezahlt im Endeffekt. Wenn an eine gute Freundin geht, die ist großer Fan von Snoopy. Und zwar habe ich hier 3 Bücher von Snoopy gefunden. Und zwar bei 2 verschiedenen Händlern, wo gemerkt. Einmal das Fliegerass von Charles M. Schulz, logischerweise. Aus dem Carlsen Verlag. Dann haben wir hier Snoopy, der Schrecken der Eisbahn. Das ist auch noch mit D-Mark ausgeschrieben. Also das ist schon richtig klassische Bücher, die kommen von 1900. Diese Reihe ist 89 erschienen, also richtig interessant. Ja, und dann noch ein Snoopy. You've got to be you, Snoopy. Ein englischer Snoopy. Und ich weiß, die gute Freundin, die das bekommt, liebt oder kann gut Englisch und wird sich sehr freuen, auch mal in Englisch einzulesen. Ja, das gab's. Dazu hat man auch nicht alle Tage. So. Und dann gab es noch 3 Comics, größere, und zwar einmal Star Wars, die Hohe Republik Abenteuer, Band 4 ist das. Die hat mein Bruder etwa mit 60% des Preises, er hat glaube ich hierfür, da kostet 19 etwa 10er bezahlt. Und dann 2 Overwatch-Bücher, Tracer, London ruft. Und Overwatch Anthology, erweiterte Ausgabe, soll länger sein, es soll schon mal eine Vorausgabe gewesen sein. Auch hier, er hat glaube ich je 10 Euro bezahlt oder so. Hier ist irgendwie die letzte Seite ein bisschen größer, deswegen ist sie ein bisschen beschädigt. Da war wohl der Druck nicht gut passiert. Ist auch vielleicht so eine fehlerhafte Sache. Ich gucke gerade mal, wo man ein schönes Bild hat, damit ihr mal sehen könnt, wie so die Artworks sind. Oder wie der Comic gezeichnet ist. Na komm, ich will meinen Hauptcharakter auch haben. Ich will ja nicht nur. Ihr sollt ja auch was sehen können. Kommt. Wo sind denn die Hauptcharaktere? Ach, da habe ich gesehen. Da habe ich einen Hauptcharakter. Da habe ich Tracer gesehen. Ja, jetzt schon wieder ist die. Nee, da. Dann könnt ihr mal so sehen, wie es aussieht. Ja, wollt ihr ja auch mal sehen. Genau, die gab es auch und ja, das war auch alles, was wir im Comic-Bereich gefunden haben. Passend zum Comic-Bereich kann ich vielleicht noch sagen, das einzige Toy, was ich gefunden habe, da habe ich aber 6 Euro für bezahlt, aber es ist, glaube ich, etwas, was man nicht so häufig sieht. Als ich gegoogelt habe, war ich erstaunt, wo es aufgetaucht ist. Und zwar habe ich diese Venom-Figur gefunden. Ist noch komplett OVP, ein bisschen geknickt hier unten. Und es, ihr seht, hinten steht nur der Titel. Es ist kein Strichcode für Preis da und so weiter. Und ich habe dann geguckt, diese Figur, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie sie in Deutschland erschienen ist. Es kann sein, dass sie irgendwo in einer Collector's Edition war. In Amerika war die Walmart exklusiv und zwar mit der Blu-ray und DVD in so einer Special Edition. Ja, das so viel kann ich nur sagen, da war sie exklusiv bei uns. Mag sein, dass es kurz eine andere war. Ich habe jetzt keine Hinweise gefunden. Aber man sieht das nicht alle Tage. Und es ist halt ein Werbeteil aus dem, für den Film. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht keine schlechte Investition. Und ihr kennt mich. Ich bin einer, der immer irgendwo diese gaggigen Sachen dann doch irgendwie gerne mitnimmt. So, gaggig ist auch genau der nächste Teil, den ich gefunden habe. Und das kann nur einer, der wie ich aus einer Stadt kommt, die Ahrensburg heißt. Der Rest der Welt wird diese Sachen nicht kennen.
Und zwar habe ich euch auch schon mal die Hörspielreihe Schubidoo vorgestellt. Schubidoo ist, ja, man kann fast sagen, eine kleine, leichte Kopie. Ja, ist eine Kopie auf eine Art von Schubidoo. Und Schubidoo ist das Ahrensburger Schlossgespenst. Ja, das lebt im Schloss Ahrensburg. Das ist wunderschön. Übrigens, da kann man auch drin heiraten. Meine Schwester hat das getan. An dieser Stelle schöne Grüße, meine liebe Schwester. Ja, und ich habe dazu Videokassetten gefunden. Ich wusste nicht mal, dass es die gibt, dass es Zeichentrickfilme gibt. Sind etwa je 25 oder 20 Minuten lang, wurden in Hamburg erstellt. Ist exklusives Kinderprogramm von Ocean. Wer auch immer, von Peter Riesenburg wurde diese Sache erfunden. Walter Giller, eine bekannte Stimme von der Märchenstunde, hat eben halt das gesprochen, wie auch in dem einen Hörspiel. Ja, und hier seht ihr das pfiffige Gespenst. Hier hinten seht ihr Schloss Ahrensburg. So, und ihr seht jetzt, das ist das Schloss gezeichnet. Und ich blende jetzt rein zweites Mal ein. Das ist das echte Schloss. Richtig cool. Ja, Schloss Ahrensburg. Und das habe ich da mitgenommen. Ich habe, glaube ich, 1 Euro dafür bezahlt. Wir haben auch noch Games da, glaube ich, gefunden bei dem Stand. Ich glaube, PlayStation 1 Games, 2 Stück. Das zeige ich euch aber bei den Games. Und ich habe, wie gesagt, 1 Euro bezahlt. Und als ich später nochmal in der zweiten Runde da vorbeiging, habe ich noch die Nummer 2 entdeckt. Und seinen Schatz. Auch hier seht ihr Schloss Ahrensburg. Hinten ist es identisch. Prädikat besonders wertvoll. Ja, und musste ich mitnehmen. Also. Und dann fragte ich so, was will sie noch dafür haben? Und dann sagte sie, komm, schenke ich dir. Ja, habe ich Geschenk gekriegt. Schon cool. Hat irgendwas. Also ich bin ja sonst kein Videokassetten-Sammler mehr in der Richtung. Ich kaufe zwar besondere, aber das war jetzt etwas, wo ich sage, wow, wusste ich nicht mal, dass es das gibt. Ist irgendwie eine besondere Sache, gerade durch die Hörspielreihe. Und das kennt natürlich nur der Ahrensburger schlechthin. Ja. Gut. Ansonsten haben wir auch noch ein paar Filme gefunden. Nur eine Handvoll, aber ein paar, die auch in die Sammlung kommen, weil wir sie noch nicht hatten, haben gekostet, ich überlege gerade, ja, also zwischen 2 und 2,50 das Stück. Ich glaube, der eine 2 Euro und die anderen hier 2,50. Und zwar habe ich einmal hier Gullivers Reisen mit Jack Black. Dann habe ich, meine habe ich was vergessen, deswegen gucke ich gerade runter. Amod, das ist unter anderem mit Matt Dillon und Lawrence Fishburne und Jean Reno. Geht um so einen Überfall von so einem Cash-Truck. Und dann habe ich den vierten uns in der Sammlung noch. Wir haben ihn nur auf DVD, nur noch 60 Sekunden. Angelina Jolie und Nicolas Cage. Ja, die mussten einfach in die Sammlung. So, und dann etwas, was ich nicht liegen lassen kann, auch wenn ich es in der Sammlung auch glaube ich, auf Blu-ray besitze, aber es gab es für 3 Euro. 3 Fragezeichen und der seltsame Wecker 2009, diese Live-Veranstaltung. Ich war selbst da. Das war in Hamburg sogar hier, glaube ich, sogar aufgenommen, die Aufnahme, genau. Und ich bin sogar zu sehen. Ich bin sogar zu sehen. Ich kann euch die Szene nicht zeigen, aber wer sich das anguckt, wird mich sehen. Meine Schwester und mein Bruder, glaube ich, auch. Richtig cool. Man fühlt sich damit verbunden dadurch. Wie gesagt, richtig schönes Teil. Ja, richtig schön und es sind auch diese Teile, die ich jetzt hier gefunden habe. Und zwar habe ich Soundtracks gefunden auf LP. Ja, ich habe geguckt bei LPs durch Zufall bei dem einen Stand. Ich habe für 4 Stück, ich habe glaube ich 8 Euro bezahlt. In dem Sinne, ich gucke ja gerne mal, aber auch nur so aus, naja, Bock. Ich habe keinen Plattenspieler. Ich gucke eben wegen den Covern und dann habe ich eine LP entdeckt und die sind eigentlich in recht gutem Zustand, obwohl ich nicht jetzt so der Mega-Experte bin über die Platten, dass ich jetzt sagen kann, was ist, wo ist noch gut, wo ist schlecht und wahrscheinlich werden Experten da draußen von euch wesentlich mehr wissen als ich, aber ich fand die in so einem schönen Zustand, sah man nicht alle Tage und ich sag mal 2 Euro das Stück ist ein guter Kurs oder ich habe 10 bezahlt für 4 Stück, das geht aber auch noch. Ja, und ich finde die auch zum Hinstellen vom Motiv her richtig klasse. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ihr wollt ja wissen, welche ich gefunden habe. Und übrigens, als ich da durchgeguckt habe, das sind die 2 Minuten, die ich verpasst habe, um diesen Kassettenkoffer eventuell zu kaufen. Ja, also ich habe gekauft Spiel mir das Lied vom Tod. Ich liebe dieses Artwork. Ein brillanter Film
von Sergio Leone zusammen mit eben halt Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards, Once Upon a Time in the West. Ein richtig grandioser Film. Die Musik von Ennio Morricone, ein Genuss. Ein Wahnsinn. Und diese Szene, also allein das Bild ist mega. Das spricht für sich und das ist so Western-Style pur. Ja. Noch fürs Endbild oder so wird sowieso alles nochmal neu hingestellt. Ja, und dann habe ich noch gefunden, diesen Soundtrack. Ob ich den behalte, weiß ich nicht. Also den werde ich auf jeden Fall behalten. Aber ich habe hier Tom Cruise, geboren am 4. Juli. Die LP. On the 4th of July. Auch richtig schön. Nur auf der Rückseite waren keine Bilder, deswegen, ich glaube, das habe ich gerade nicht gezeigt, aber hier sind jetzt ein paar Bilder, wie ihr seht. Ist ja auch ein Klassiker. Tom Cruise spielt da richtig gut. Und die Musik ist von John Williams. Ich gucke gerade, ja, auf der zweiten Seite sind so etwa, ich glaube, 30 Minuten knapp John Williams Musik. Davor sind Songs. Richtig schön. Ja. Der kann sich sehen lassen, der Soundtrack. Und ein Soundtrack, da ist aber kein Instrumental drauf, das sind nur Songs, aber den sieht man auch nicht alle Tage. Ein Film, den ich in den 80ern gesehen habe, der einfach noch cool ist, und zwar Der stählerne Adler 2 oder Iron Eagle 2. Ist das nicht ein geiles Cover? Ja, es ist so ein bisschen Popcorn, Jet Verfilmung, wo man der Hauptcharakter ist halt ein Jetpilot, der dann einen Einsatz gegen böse Macht fliegen muss. Na, so ein typischer Einsatz, aber ein bisschen Popcorn-Kino-mäßig eben halt inszeniert. Louis Gossett Jr., der ja jetzt auch verstorben ist, hier der schwarze Schauspieler, der spielt auch eine Hauptrolle. Und das Ding ist in einem sehr schönen Zustand und sieht ja auch richtig klasse aus. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut, das Ding zu finden. Das sieht man wirklich selten. Und eine andere Sache hat mich an meine Kindheit, Jugendzeit erinnert. Das ist eine Maxi-CD. Maxi-LP. Ja, ich weiß nicht, wie viele es unter euch kennen, aber als ich das sah, dachte ich, das muss ich mitnehmen. Ne? Von Enjoy Coca-Cola. Robin Beck, First Time. Ein wunderbarer Song. Hier die Maxi. Na, da oben seht ihr sie. Richtig cool. Und ja, da musste ich einfach mitnehmen. Das ist so wie das Bacardi-Feeling von Bacardi. Der Song, das gehört so irgendwo, ist man damit aufgewachsen. Und als ich das gesehen habe, ich musste es mitnehmen. Ja, das war fast das letzte, was ich auf dem Boden liegen habe. Und jetzt kommt es ans Eingemachte. Jetzt kommt das, worauf die meisten von euch jetzt warten. Und zwar geht es um die Games. Ja, wir haben eine ganze Menge Games gefunden. Und das allererste, was ich euch zeige, ist nur Games verbunden. Wir haben bei den, ja, da waren welche, die haben ihre Comics verkauft und auch ein paar, ja, das sind Händler, aber mehr so Sammlungshändler. Die sammeln und verkaufen dann so ihre Sammlung oder die Doppelten aus der Sammlung von den Flohmärkten, wo sie selbst stöbern. Und ja, da hat auch einer Yps-Hefte verkauft. Das Yps-Heft ist jetzt aus dem Jahre 2016. Also eine der neueren Versionen. Und zwar hier Yps und die Fotolinsen. Ist noch ziert, aber der Game-Kenner sieht ja, was ich sehe. Na, da oben. Doom. Die Doom-Schießbude. Und zwar ist das ein Pappbastelbogen, wo man sich seine Doom-Schießbude bauen kann. Und dann seinen, den Doom-Soldaten und drei Monster, da irgendwie mit so einem Papp Aufsteller irgendwie einen Revenant, einen Karko-Dämon und einen Cyberdämon unschädlich machen kann. Also eine witzige Sache. Ne, ihr seht das hier. Und ja, das musste einfach mit. Hat 3 Euro gekostet. Also es geht völlig in Ordnung. Genau. So. Das ist leer. Also, dann. Was haben wir alles Schönes gefunden an Games? Also einen ganzen Stapel, wovon aber nicht alles in der Sammlung bleibt. Vieles wird Tauschmaterial bleiben, aber es war teilweise so gut vom Kurs und dass man es eigentlich gebundelt hat. Den Anfang machen 2 PlayStation 1 Spiele, die wir gefunden haben. Die habe ich miterworben dort, wo ich ja sagte, die Shubidoo oder mit dem Shubidoo Videokassette. Da habe ich, glaube ich, je 2 Euro für bezahlt. Sind jetzt keine Brecher, aber die Höhlen sind heil und der Zustand ist eigentlich recht gut. Und zwar handelt es sich einmal um Hugo. Habe ich so noch nicht gehabt, aber wie gesagt,
konnte ich auch nicht liegen lassen, gerade durch den sehr guten Zustand. Naja, es wird alles später für das Endbild ganz anders hingelegt. Und hier haben wir Formel 1 1998, offiziell lizenziertes Spiel. Hier mit dem dicken Preissticker mitten auf der Mitte, aber mit dem Original-Hologramm noch. Das macht das eben auch aus. Die Hülle ist heil. CD ist, hat ein paar Gebrauchsspuren, die sind also gebraucht. Und hier seht ihr nochmal auch mit einem schönen Bild von Mika Häkkinen und Michael Schumacher. Ja, nochmal ein schönes Motiv. Finde ich richtig cool. Ja, und wie gesagt, 2 Euro das Stück. Das sind zwar nicht die weltbewegendsten Titel, aber ja, konnte ich nicht liegen lassen. Konnte ich mir echt nicht liegen lassen. Ja, und jetzt überlege ich, wo gehe ich mit weiter, mit alt oder mit neu. Und ich gehe schon mal mit den neueren Sachen, fange ich auch an. Und dann gehe ich ein bisschen wieder zu alt rüber und so weiter. Ja, was haben wir an Games gefunden? Wir haben einiges an Games gefunden. Und ich gehe jetzt wirklich nach System. Für die PlayStation 5 fange ich mal an. Das war in dem Bundle mit drin, mit wo ich sagte 5 Spiele und das 3-Fragezeichen-Buch. Da haben wir, wie gesagt, 4 PlayStation 4 Spiele und ein PlayStation 5 Spiel dabei gehabt und eben halt das Buch. Ich habe 5 Euro wollte man pro Spiel haben. Kurz vorher hat noch einer Hogwarts Legacy für PlayStation 4 oder 5, ne 4 abgekauft. 5,5 war, also das ist schon echt toll, aber wie ich sagte, man verpasst die Dinge und dann ist es halt so. Ja, und wir haben jetzt hier ein Spiel, wir haben wie gesagt, was haben wir denn bezahlt dann? Wir sollten 27 bezahlen mit dem Buch, also 25. 5 Euro weniger, 7 Euro weniger. Also im Endeffekt haben wir 4 Euro das Stück gezahlt. Und das ist ein guter Kurs für hier, Dying Light 2, Stay Human, die Piggy-Version. Deutscher Text hinten. Kann man auch nichts gegen sagen. Dann gab es PlayStation 4 Spiele. Ich habe hier einen ganzen Stapel. Ich überlege gerade, welche 4 da waren. So, warte mal. Die haben wir da gekauft. Das haben wir da gekauft. Das haben wir da gekauft. Genau, die 4 waren das. So, und zwar habe ich hier einmal Jedi Fallen Order. Das haben wir so mitgenommen. Alle in sehr schönen Zustand. Dann hier Lego City Undercover. Das ist aber eine andere spanische Version. Aber dadurch, dass hier auch schon USK Deutsch ist, das ist komplett identisch. Wenn man es reinpackt, spielt sich das komplett in Deutsch. Ja, ähnlich ist es auch hier. Das ist die englische Version. Die haben wir aber noch nicht. Deswegen, das freut uns sehr. Harry Potter Collection. Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 und 5 bis 7 in der Doppeledition. Das ist ja auch schon so eine Remaster-Version von der PlayStation 3 Version. Ja, in Englisch, aber richtig top. Wie gesagt, für 4 Euro. Und Lego Marvel Super Heroes. Ja, und Lego-Spiele machen sich gut. Und ich muss dazu sagen, die beiden haben wir gehabt, aber in der Pressefassung. Ich bin ja einer, der sehr viel Pressefassung gesammelt hat. Und so habe ich manche Spiele schon gehabt, die wir jetzt noch mal in der Retail in dieser Version nachkaufen. Ja. Gut, und dann war ich an einem anderen Stand, da bin ich dreimal schon vorbeigelaufen, das war schon fast am Ende, die waren noch da, die Spiele. Da habe ich gesagt, komm, ich frage nochmal, was ist, und dann war 5 Euro pro PlayStation-Spiel, und ich dachte, okay, komm, was kann man noch machen? Ja, wenn du 2 nimmst, geh 4. Dann habe ich noch ein zweites rausgesucht, und das zweite war Star Wars Battlefront. Ich finde das, allein das Artwork, mega. Das Steelbook davon ist auch Hammer. Jedenfalls kann man immer mitnehmen. Und ich wollte nochmal Doom. Ja, für 4 Euro kann man echt nicht viel verkehrt machen. Ist alles dabei. Handbuchflyer, ob nun die Codes und so weiter. Die werden natürlich bestimmt eingelöst sein. Aber das gab's. So, und dann haben wir noch. Ach, ich muss mal atmen. Ich atme ja fast gar nicht. Ich rede in einem Fluss. Ja, und das letzte. Was ihr jetzt hört, ist das Telefon von mir, was natürlich immer kommt, wenn man. Ein Video macht. Ich muss mal kurz unterbrechen. Eine Ewigkeit später. So, ich musste ans Telefon rangehen. Das hat ja viel zu lang geklingelt. Erst kann man nicht abwägen. Das ist manchmal so. Ja, wo war ich stehen geblieben? Gib mir ein Stichwort. Games. Ja, da war ich richtig. Der da vorne sitzt, hat es mir richtig zugeflüstert. Ja, ein PlayStation 4 Game habe ich noch entdeckt oder mein Bruder hat es entdeckt. Und dann habe ich gesagt, komm, frag doch, was es kostet. Da wollte man 2 Euro für haben.
Ja, es gab ein kleines Problem. Wir hatten das gleiche Spiel schon ein paar Stände weiter hier gefunden. Aber für 2 Euro lässt man es nicht liegen. Mein Bruder sagte, Mensch, ist für meine Schwester vielleicht doch auch noch was. Ja, und es geht um Marvel Super Heroes. Ja, ein zweites Mal. Richtig gut, abgesehen, dass hinten GameStop Aufkleber war und ja, der sich kaum lösen ließ. Ja, apropos GameStop-Aufkleber, also ich kann euch eins sagen, wenn ihr Spiele mit GameStop-Aufklebern habt, macht die gleich ab. Aber bitte, das Problem ist, das werde ich hier noch mal zeigen später, manche kriegt man fast nicht mehr ab, weil nach der Zeit werden die hart. GameStop-Aufkleber sind nicht reine Papieraufkleber, sondern die haben eine Plastikschicht unter. Und diese Plastikschicht wird so hart, dass sie sich nicht mehr ablösen lässt nach einer gewissen Zeit. Nach 1-2 Jahren vielleicht, wer weiß, wie lange die Dinger manchmal liegen, ja, hat man das Problem dann. Ich habe es bei einem Spiel leider der Fall, wo ich fast nichts abkriege und ich habe schon fast jede Methode benutzt und selbst mit Reinigungsbenzin geht es kaum ab. Aber wie gesagt, man merkt sozusagen, dass hier auch diese Klebereste sind. Es klebt nicht mehr, aber man spürt noch diese Reste, weil diese Plastikreste. Ansonsten ist das top, das Spiel, bis auf diese Sticker-Sache. Ja, gut. Das war diese Konsole, um abzuhandeln. Also das war alles, was wir auf der PlayStation 4 gefunden haben. Jetzt geht's weiter. Was habe ich weiter für bei der nächsten Konsole gefunden? Und zwar eine Ewigkeit später. Nach PlayStation 4 ist vor PlayStation 3. Oh, naja, oder wie auch immer. PlayStation 3 Spiele haben wir gefunden. Und zwar ein paar. Und zwar, ich zeige euch gleich erstmal das Highlight. Ich habe, glaube ich, 10 Euro bezahlt. Ich fand es okay. Ich sah das auf dem Tisch, das lag da. Und das war Tomb Raider, die Collector's Edition. Ist auch alles noch drin. Also Artbook, das Spiel und auch so ein Survival-Beutel. Ja, sollte 10 Euro oder 15 Euro erst kosten. Und irgendwie habe ich mir gesagt, ja, sieht man nicht alle Tage. Der Zustand war wirklich schön. Und ja, dann habe ich ein bisschen gefragt, was lässt sich machen. Und ich konnte sie auf, fragte dann, Mensch, geht denn auch 10? Und irgendwie sagte sie, ja, ich habe das Gefühl, geht in gute Hände. Und ja, dann habe ich das Spiel für einen 10er bekommen. Hatten nur hier unten irgendwie einen Kratzer, aber ansonsten ist das top und das Spiel auch. Hatte gut, ein paar Fingerabdrücke drauf, aber kein GameStop-Aufkleber und das war mir wichtig. Ja, hier waren ein paar GameStop-Aufkleber dann drauf, denn ich gucke gerade, ich überlege gerade, welches Spiel die Spiele. Denn sie hatte da noch 4 Spiele liegen. Klebt immer. Obwohl ich die alle abgemacht habe, scheint es immer noch mal zu kleben. Die hatte dann noch später Spiele gefunden, die hat sie rausgekramt, die nette Dame. Und dann hat sie gesagt, Mensch, an dich hatte ich gedacht, aber ihr wart schon weg. Und dann guckte ich, aber die waren noch, diese Spiele lagen da noch da, 4 Stück. Ist jetzt nichts, was ich jetzt nicht schon hatte, aber ein Spiel haben wir noch nicht gehabt. Und zwar ging es darum, dass mein Bruder noch nicht hatte, dieses Prince of Persia. Ja, auch richtig schönes Spiel. Auch ein Klassiker und wir kennen ja den schon damals zu Amiga-Zeiten. Und dann hatte sie noch 3 weitere Spiele und sagt sie, komm, wollt ihr mir nicht alles abnehmen? Und dann, ja, was würdet ihr mir geben? Ich habe einfach nur gesagt, wie viel ist mit 5? Ich wollte eine Zahl in den Raum werfen. Sie hat keine Zahl genannt, da habe ich eine Zahl in den Raum geworfen. Ich sage 5. Ich sage, ja, komm, gib mir 6 und ich bin zufrieden. Und ich sagte, okay, ist ein guter Kurs. Dann habe ich hier noch einmal die Uncharted-Reihe eigentlich. In der Platinum-Version zwar, aber Uncharted, Drake's Schicksal. Und dann gab es Uncharted 2, Among Thieves. Ja, das ist auch alles top dabei. Alles besser geht's nicht. Eben halt, Zustand ist sehr schön. Uncharted 3, Drake's Deception. Ja, so hat man gleich zum ganz guten Kurs das bekommen. Ja, und dann haben wir bei dem Einstand etwas später, da habe ich auch schon für 2 Euro mitgenommen, die DVD von nur noch 60 Sekunden. Da waren noch ein paar Spiele, so PlayStation 3, und da mein Bruder wollte erst nicht fragen. Er sagt, Mensch, das ist zwar interessant, aber was wollen die wohl haben, hat er so ein bisschen zu mir gesagt. Und ich sag, frag, sonst wissen wir es nicht. Und dann habe ich einfach gefragt.
Und mein Bruder ist manchmal ein bisschen zögerlich, wenn es darum geht, dass er sich meint, hat sie vielleicht schon. Und dann überlegt er manchmal. Und dann, heute war ein bisschen zögerlicher als ich. Naja, und dann habe ich mitgenommen, 2 Euro das Stück wollte man haben. Also habe ich mitgenommen Killzone 2 und Far Cry 2. Das Spiel werdet ihr übrigens nochmal sehen gleich. Ich Spoiler. Ja. Das haben wir gesehen und da war bei dem ganzen Stapel, bei dem Stand war noch ein anderes Spiel einer anderen Konsole. Jetzt wechseln wir nämlich die Konsole. Das zeige ich euch nicht, weil das ist Xbox. Und ich habe noch Xbox 360, das heißt das zusammen. Das heißt, jetzt muss ich euch nach dem PlayStation 3 muss ich erstmal PlayStation 2 zeigen. War aber nicht unweit davon. Da habe ich 5 Spiele entdeckt, die in dem Boden neben den DVDs lagen. Das war ein Stand davor oder 2 Stände davor, also in dem Sinne. Und ich sah da, ja, was sah ich da als erstes eigentlich? Ein Alone in the Dark für PlayStation 2. Ja, und ich habe da noch 4 weitere Spiele da gesehen. Ich fragte, was willst du denn dafür haben? Er sagte, ja, gib mir 8 Euro. Ich habe 8 Euro jetzt für 5 Spiele bezahlt. Ja, also Alone in the Dark, richtig guter, ja, Resident Evil-artiger Action, ja, Action-Adventure ist das, kann man sagen. Dann habe ich gefunden, da ein Platinum zwar, aber ein GTA 3, wie gesagt, in dem Sinne für 8 Euro 5 Spiele, was soll man da sagen. Ein Medal of Honor Frontline und ein Resident Evil 4 Platinum. Ja, gut, ich habe das auch schon, aber finde man nicht alle Tage. Und dann dachte ich mir, das nimmst du mit. Und ein Spiel, das habe ich noch nicht gehabt. Mein Bruder wahrscheinlich, aber für meine eigene Sammlung. Man hat ja trotzdem was Eigenes, aber das findet man auch nicht alle Tage. Das habe ich so noch nicht gefunden. Habe ich hier ein Capcom-Spiel und zwar Shadow of Rome. Es soll gar nicht so schlecht sein. Ich kenne es nicht. Auch so ein Action-Spiel. Da will ich mal auf jeden Fall mit meinem Bruder reinspielen, weil jetzt, wenn man das so jetzt hat, kommt man erst auf dem Trichter, denn mein Bruder hat das vor Jahren gekauft. Und das Schöne dabei war, da war noch, ich weiß aber nicht, was drauf ist, eine Memory Card dabei. Ja. Besser geht's da nicht. Und wie gesagt, das sind zwar auch keine mega teuren Titel, aber machen sich gut zum Tauschen. Und ich habe ein schönes Spiel erstmal in meiner Sammlung. Und Capcom ist ja sowieso jemand, wo ich eigentlich eine ganze Menge Spiele habe, dass mir es immer wieder Spaß macht, dafür auch zu sammeln. Genau. Das waren die PlayStation-Spiele, die wir gefunden haben. Und ihr seht schon, das ist Wahnsinn, was wir alles haben. Und das trotz Unterbrechungen, die ich machen musste. Naja, egal. Ja, ein PlayStation oder nach PlayStation kommt Xbox und die Xbox Classic haben wir eins gefunden. Wie gesagt, wollte man, glaube ich, 2 Euro haben für Splinter Cell. Auch alles mit drin, ist halt der Klassiker. Das Handbuch ist jetzt nur über Kopf. Habe ich eigentlich so, damit die Ecken nicht so zerknicken, habe ich das so reingelegt. Ja. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ein Klassiker halt mittlerweile. Ja. Und dann sind wir weiter rumgegangen und bei einem, ich überlege gerade, ja, es war ein einziger, wo wir es gekauft haben. Da haben wir, ich glaube, das sind die ganzen, genau, 14, müssen 14 Xbox 360 Spiele sein. Und das letzte, was ich am Boden liegen habe, einen Xbox Controller, also Xbox 360 Controller, aber einer mit Kabel. Die haben wir, ach, sollte nicht umfallen, zusammen erworben. Und für diesen ganzen Lot, wir waren uns auch sympathisch, wir haben uns super gut unterhalten. Er sagte, komm, 3 Euro will ich pro Spiel haben. Was ein fairer Kurs ist. Einige fehlten uns noch, einiges noch Upgrades eigentlich auch für die Sammlung. Und ein paar sind Tauschmaterial. Manche Sachen habe ich auch schon mal gehabt, glaube ich, in einer anderen Fassung. Aber ja, in dem Sinne haben wir das dann, diese 14 Spiele uns ausgesucht. Und wir haben dafür, das waren, glaube ich, 42 Euro, waren die 14 Spiele ausgerechnet. Und er sagte, gib mir 42 und dafür haben wir den Controller noch umsonst bekommen. Also hat sich gelohnt. So ein Controller geht ja für einen 10er Minimum und der war gar nicht mitgerechnet worden. Ja, es hat sich also super gelöst. So, ich zeige euch auch das Highlight, warum ich auch gesagt habe, das will ich unbedingt haben.
Ich habe auch noch die Schutzhülle darum. Das ist ein Steelbook. Und zwar hier schön von Far Cry 3. Finde ich richtig toll. Richtig sehr schöner Zustand. Was aber kein schöner Zustand ist, und ich blende euch dann gleich ein Bild von ein. Ich habe diesen Plastikschuber, aber GameStop hat der Aufkleber. Hier unten und hier oben sozusagen typische Preissticker drauf. Weil sie einmal kleben sie meistens den Strichcode über und dann kleben sie, also dem Original, und dann kleben sie auch oben ein Preisschild hin. Und das Ding ist nicht abgemacht worden. Und so ist es jetzt so, dass diese Plastikbeschichtung sich nicht ablösen lässt. Also ich habe schon alles versucht, ihr werdet das sehen. Ich versuche das in einem Foto sichtbar zu halten. Ich blende es jetzt auch ein. Ja, das ärgert mich sehr, dass solche Aufkleber drauf sind. Die haben nichts zu suchen. Nimmt die runter von den Spielen. Für mich in der Sammlung, das ist top. Und jetzt habe ich diese komische Hülle, die auch eigentlich top ist, bis auf diese Aufkleberschäden. Weil ich kann sagen, ich habe echt fast jedes Mittel und selbst Reinigungsbenzin und so weiter, lässt dieses nicht lösen. Das klebt einfach nur noch. Das ist klebend. Naja, wie dem auch sei, jetzt habe ich schon genug über GameStop Aufkleber gelästert. Alles ist dabei, richtig schön, und ich muss sagen, ich glaube, bis auf ein Spiel, und zwar hier Fable 2, was ich euch gleich zeigen werde, und zwar das hier, da ist keine Anleitung dabei. Fehlt leider. Ansonsten ist überall die Anleitung dabei, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich das noch im Arbeitszimmer liegen habe, als ich die sauber gemacht habe. Da war einmal dazwischen von einem GTA die Karte, und die GTA haben wir nicht mitgenommen. Es lag da noch einmal, aber dadurch, dass es in einem Rollenspiel drin war, ich spoilere so ein bisschen, hatte mein Bruder gedacht, das gehört dazu. Ja, war nicht so, aber dem ist manchmal auch so. Na egal. Was haben wir denn an schönen Spielen gefunden? Und ich habe sie jetzt nicht vorsortiert. Sind, wie gesagt, ab und zu sind so die GameStop-Aufkleber gewesen, aber eine Hülle ist, glaube ich, nur kaputt bei einem Spiel. Ansonsten sind die alle sehr schöner Zustand. Einmal haben wir hier Diablo Reaper of Souls. Dieses Add-on Ultimate Evil Edition. Dann haben wir, das ist die Hülle, die kaputt ist. Xbox Classic, aber auch Assassin's Creed Brotherhood. Ich habe natürlich vergessen, Assassin's Creed Brotherhood hier in der Xbox Classic Version. Unten steht dann Special Edition. Ja, in die Kamera von vorne zu halten. Ich habe nur von hinten, weil da der Schaden war. Ja, so passiert das eben manchmal. Naja, das ist auch ein sehr schöner Titel. Und auf der Special Edition sollen alle DLCs dabei sein, aber werden wohl nicht auf der Disc sein. Ja, so ist es manchmal. Und in dem Fall kann ich euch zeigen, etwas, was ich aber behalten werde, weil es nicht dabei war. Sonst hier war drin, ich weiß gar nicht, ob es da reingehört oder nicht, aber ich werde es behalten, weil ich finde es mega, so ein Artwork von Assassin's Creed. Richtig schönes Teil. Ja, genau. Und zwar die Karte war hier drin, da ist leider die Hülle kaputt, die müsste man austauschen. Fallout 3. Dann haben wir Saints Row 2. Auch ein großartiges Spiel, Epic Mickey 2 oder Die Macht der 2. Mickey Epic ist ein richtig tolles Spiel. Dann haben wir gefunden Burnout Paradise, The Ultimate Box. Und was ich sehr witzig finde, hier die Bedingung des Spiels, wo zum Beispiel für ein bis zwei Spieler ist, das ist aufgeklebt. Das ist ein Aufkleber davon. Da ist ein Aufkleber drauf. Kann man schwer sehen, aber das habe ich auch so noch nicht gesehen. Ja. Aber wo Assassin's Creed übrigens war, kommt ein weiteres Assassin's Creed. Das ist der Klassiker, der erste Teil. Megaspiel, also absolut mega. Auch wenn die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. So, das Spiel hier, Far Cry 2, ich habe es schon mal geteasert. Die Hülle ist leider kaputt. Hier ist leider so eingerissen. Ansonsten ist zum Glück das Cover top. Ich werde da eine Schutzhülle oder so eine Tüte rumpacken und... ja, das reicht dann auch, bis ich mal Ersatzhülle habe oder so. Auch ein Spiel, was im richtig schönen Zustand ist, Tom Clancy's End War. Ja, 14 Spiele kommen zusammen. Und hier haben wir es. Weiter. Ja, Assassin's Creed 2 darf auch nicht fehlen. Und dann haben wir hier noch Assassin's Creed Revelations. Ihr seht, fast alle tollen, ja, die krass die ganze Ezio-Saga haben wir hier gehabt, oder ist überhaupt ganz letzte Sage. Und hier habe ich noch Portal 2, auch richtig gut. Ja, das sind
fast alle Spiele. Und was da auch noch lag, es ist jetzt ein Pappschuber oder ein Papp. Hülle, das sieht man auch nicht alle Tage. Hier war Assassin's Creed 2 drin, ich habe es jetzt offen gelassen, und eine DVD, die hatte er nicht mehr, und zwar die DVD mit dem Assassin's Creed Film Lineage. Das Witzige ist, ich habe die mal irgendwo auf dem Flohmarkt gefunden, liegt in meiner Ersatzteilkiste, meiner, ich glaube, vielleicht sogar schon in der Verkaufskiste, weil ich die doppelt sozusagen habe. Ich habe den Film, glaube ich, noch in einer anderen Form, ja, oder durch eine andere Collector's Edition. Auf jeden Fall, den werde ich wieder raussuchen, da reinpacken, und jetzt habe ich eine richtig geile Edition. Top. Ja, was man so alles findet. Und diese Boxen werden ja oft weggeschmissen. Ja, und das war's auch. Das war der Flohmarkt. Das war... Ich war im Haifischbecken des Sammelns. Also ich habe schon eine Menge Beute gemacht und ich musste ja auch schon die Fangzähne ziehen und... Ja, oder musste zubeißen und so ein bisschen an den Preisen rütteln, damit ich ein bisschen gute Kurse kriege, aber es vieles landet in der eigenen Sammlung und dann, ja, freut man sich doch sehr darüber. Ja, und das war's. Es war eine ganze Menge. Ich bin selbst erstaunt, wie viel wir gefunden haben. Und ich bleib dabei, mein Highlight bleibt dieses schöne, sexy Feuerzeug von Fujiko. Ansonsten paar schöne Games dabei, das Steelbook ist Hammer und ja, richtig schöne Sachen. Ich meine, jetzt seid ihr dran, ne? Liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Sagt mir, was ihr davon haltet, was ist da euer Highlight, was ist das Besondere dabei, was ihr findet, und ja, ansonsten, das war es jetzt für heute. Noch ein paar schöne Bilder von dem, was wir gefunden haben, und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.